Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Minecraft, dem Live-Let's Play hier auf diesem Kanal mit mir, dem Kirsch. So, wenn euch das Projekt gefällt, lasst doch gerne eine positive Bewertung da. Wenn nicht, lasst gerne einen negativen da. Schreibt rein, was euch nicht gefällt. Und jetzt nicht vergessen, kommentieren, abonnieren, liken und tschüss. Viel Spaß. So, und da sind wir auch schon wieder. Nicht verfügbar. Hallo? Aber OBS spinnt jetzt aber auch nicht rum. Okay, jetzt scheint es wieder zu gehen. Okay, schauen wir noch mal zu. War jetzt gerade leicht irritierend. Okay, jetzt geht's doch wieder. Keine Ahnung. Das war jetzt gerade verwirrend, aber dann scheint jetzt ein bisschen einen höheren. Aber anscheinend müssen wir halt dann wirklich die dann mit der Redstone Lamp in Verbindung kommen, eins höher setzen. Können wir nur mal probieren. Gut, dann später noch eine Redstone Lamp holen. Oder basteln, besser gesagt. Wir haben doch fast mein Handy von der Hand aus der Hand gefallen. Schlimm. Okay. Da kommt dann halt. Na gut, den Enden müssen wir noch machen. Ich habe noch keinen Netherquarz gefarmt. Das heißt, ich habe noch keinen Netherquarz zum Ausprobieren, oder? Hatte ich noch mal auszusehen ein, zwei erfarmt? Müsste ich mal in die Netherquarz-Kiste gucken? Oder besser gesagt, in die. Einen habe ich erfarmt. Okay, meine Erdekiste ist ja auch schon wieder voll hier. Wo ich jetzt wieder einen neuen Platz für einen Clay suchen?
Okay, da gehen wir mal an Nether. Da fahren wir uns mal ein bisschen Netherquarz. Natürlich gerade unschön, aber naja gut. So ist halt das Leben. Und ich bin immer so vorausschauend und hol mal schnell noch die Silk-Touch-Spitzhacke. Silk-Touch, hallo. Sprachfehler. Okay. So, dass wir dann halt vielleicht noch ein bisschen Glowstone finden. So, jetzt können wir ja eigentlich mal über die Ränder des Tanks hochnehmen. So, den Rest werden wir mal bitte auf Silk Touch mitnehmen. Das war jetzt gerade so das Gefühl von nicht sterben. Bitte, nicht in Lava fallen. Kann ja nämlich auch sein, dass es da extrem weit weg war für den Netherquarz. Wir laufen mal rein. Okay, tief im Nether. Schlimm, wenn dann auf einmal das Handy angeht bei dem O-Wort. Okay, da haben wir gleich noch ein bisschen Glowstone für die Redstone Lamps. Außerdem ist das Netherquarz ja gut zum Leveln. Aber jetzt brauche ich gerade keine Level, deswegen nehme ich die so mit. Okay, selbst wenn ich sterbe, dann ist es okay. Leider geht das hier nicht, das ist eine Singleplayer-Welt. Tut mir leid.
recherche wieder das Ungetüm der Ungetüme. Den Gast. Ja gut, auch noch 27. Glowstone abgegriffen. Sehe ich jetzt hier noch ein bisschen Netherquarz. Hier ist noch ein bisschen was. Hier. Alles schön mitnehmen. Für später ist das schön. Wenn wir Level benötigen. Okay, jetzt kann er weiter versteckt, aber diese Folge können wir jetzt eigentlich auch wieder zurück. Wir haben über einen Stack Netherquarz so und über einen Stack Netherquarz im Silk Touch vor. Und 27 Glowstone, das heißt, wir können auf jeden Fall ein paar Glowstone, na doch, die Lampen machen. Das hier ist Leben am Limit. So, vor uns war mein Streamer abgekackt, keine Ahnung, was da los war. Aber jetzt geht's wieder. Dann vor uns da, das Video ist nicht verfügbar. Es war so, what Moment? So, Nacht. Schnell zum Bett laufen. Und hoffen, dass kein Creeper spawnt. Ich habe jetzt keine Lust, an einem Creeper zu sterben mit meinen 23 Leveln. Hustust. Schlimmer wäre es mit 30. So, brauchen wir erstmal ein bisschen Redstone. Eigentlich brauchen wir da sogar noch ein bisschen Glas. Und Holz. Jetzt bin ich gerade überfragt, ging das mit denen so? Oder brauchen wir da Glaspanes? Ah, hatte ich ja schon gehabt, verdammt. Oder brauchen wir dafür Slabs? Nein, einen Notenblock möchte ich jetzt nicht bauen. Daylight Detector. Okay, es braucht Slabs und Glasblöcke, okay. Kein Wunder, warum es mir dann nicht angezeigt wird. Da schlauen wir ja dann erstmal. So, und jetzt Slabs. Sehr schön. Jetzt brauche ich allerdings noch einen Night-Sensor. Detektor, Entschuldigung. Ich habe da nicht einen negativen davon. Okay. Einfach mal googeln in der Aufnahme.
Denn theoretisch gesehen, wenn man den jetzt hier... ich habe hier doch so viel Platz. Hier drauf. Jetzt müsste er jetzt angehen. Ja. Und das will ich nicht. Einfach mal gucken, gibt's was noch Magie? Alles klar, mit Redstone draufklicken. Okay, wir brauchen davon 4 erstmal. So. Dann machen wir gleich mal 5. Muss sich auch lohnen. Und ja, die Spitzhacken schaffen wir erstmal kurz weg. Silky und Fortune. Machen wir das mal so hier. Man sollte es auch abbauen. Und dann kann ich halt gerade noch überlegen, ob ich dann doch eher dann nur mit Zäunen arbeite und ich muss mir gleich noch ein bisschen was überlegen. Aber ich Akazien-Trapdosen nehme. Wiederum ausprobieren. Einfach mal gucken, wie die aussehen. Das sind die Lamps. Ja, die sehen gut aus. Da brauchen wir allerdings viel mehr. Hallo Miktonorm. Miktonorm, Entschuldigung. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Wenn nicht, korrigiere mich gerne. Kannst du machen, wenn du willst, wenn du so viele gemacht hast. Wäre natürlich krass. Aber und dann wäre es wieder normal. Sag mal so, auf allen kann ich nicht, wenn du willst. Wenn du deine 200 Abonnenten, deine 200 Abos entfernen willst, mach.